Moin Moin und damit willkommen zu einer weiteren Rezension. Heute soll es gehen um Die Gunst des Fuchses für das Schwarze Auge, herausgegeben von Ulisse Spiele. Dieses Abenteuer gab es bereits einmal in einer Beta-Variante für 5.0 und kann aber auch komplett unabhängig von DSA gespielt werden, bleibt also dran. Ja, worum soll es gehen in diesem Abenteuer? Das ist jetzt kein großartiger Spoiler, denn das wird relativ schnell bekannt gegeben. Es geht um einen Heist, beziehungsweise einen Einbruch. Wir, beziehungsweise die Helden, wollen oder sollen ein Gemälde stehlen. Und so modular sich das jetzt auch anhört, so modular ist das Abenteuer, was mir unglaublich gut gefällt. Ich möchte euren Blick auch einmal auf die linke untere Seite lenken. Da könnt ihr sehen, wie dieses Abenteuer zusätzlich verändert werden kann. Braucht man jetzt die NPCs, die hier drin stehen? Nein, man kann auch eigene benutzen. Muss es in Belhanka gespielt werden? Nein, es kann in jeder anderen Stadt auch gespielt werden. Und das muss nicht nur Aventurien sein, das kann eben auch, und das sagte ich ja auch bereits im Titel schon, es kann auch für meinetwegen Shadowrun gespielt werden oder Splittermond. Für jedes andere System, wo sich ein Heist lohnt, also ein Einbruch, auch da wäre es, ja, es ist prinzipiell überall anwendbar. Das ist eben wunderschön. Wenn man das in Gareth spielen will, dann spielt man das in Gareth und auch Al'Anfa würde sinnig sein. Ganz generell, es soll erstmal darum gehen, dass ein Gemälde gestohlen wird. Ihr könnt das dann oben rechts erkennen, aber auch das muss kein Gemälde sein. Es kann ein beliebiges Kunstwerk sein. Wer also ein Artefakt stehlen will, der kann das eben auch so machen. Macht das, wie ihr wollt, Schmuckstück, Papiere, irgendwas, was ihr braucht. Und ja, es geht eigentlich ganz generell darum, dass eine Umgebung hier angeboten wird. Es werden ein paar NPCs angeboten und die kann man benutzen, man kann es aber auch sein lassen. Ja, erst einmal dazu, welche Helden sich hier lohnen. Na, natürlich, es geht um einen Einbruch. Man kann hier also nicht mit einem Bandstrahler herumlaufen oder mit einem Rondergeweihten, sondern es ist ein fixgefälliger Wettstreit und wer den für sich gewinnen möchte, der sollte doch auch jemanden spielen, der sich zumindest sozial bewegen kann. Oder auch jemand, der handwerklich geschickt ist, damit er dann eben sich als Handwerker tarnen kann. Zumindest jemand, der eine Motivation hat, die steht hier eben nochmal beschrieben. Aber viele Leute können hier mitmachen und das ist dann meinetwegen, ist das auch sowas wie ein Goblin. Auch der könnte hier teilnehmen, wie gesagt, ein Golgarit, ein Bandstrahler. Solche Leute werden dann hier eher exotisch und die würden hier keinen Platz finden. Ja, zum einen wird natürlich die Stadt Belhanka selbst vorgestellt und hier gibt es ein paar nette Bilder. Belhanka selber kann man so ein bisschen mit Venedig vergleichen oder ganz generell Italien, aber es gibt hier einfach viele einzelne Inseln, durch die man dann sich bewegen könnte mit ja solchen Booten, wie ihr hier seht, ob die dann gestarkst werden oder ob man sich irgendwie anders bewegen möchte. Das ist dann nochmal den einzelnen Spielleitern überlassen, aber man kann es schon mit sowas wie Venedig vergleichen. Wer hier sich noch weiter informieren möchte, im Wege der Vereinigungsband war ja auch noch eine Stadthilfe, die könnte man da auch nochmal zuziehen, um dann die Stadt noch lebendiger zu machen als sowieso schon. Alternativ wäre natürlich auch in den DSA 4.1 Publikationen eine Stadtbeschreibung, also auch da könntet ihr reinsehen. Wie gesagt, ihr könnt es auch in jede andere Stadt verschieben, ohne Probleme und auch dann müsstet ihr euch aber so ein bisschen selber die Arbeit machen, wie man das dann da einbaut. Alles, was ihr am Ende braucht, ist ein großes, naja, es ist kein Schloss, es ist eher eine Villa. Ihr bräuchtet eine Villa, in die man dann eindringt und wo es dann diesen Maskenball gibt. Ja, nachdem die Stadt beschrieben worden ist für den Spielleiter und auch noch ein paar nette, fluffige Szenen, die man dann hier einbauen kann in das Abenteuer, sollen sich natürlich auch die Diebe, die zukünftigen Diebe, sollen sich dann in dieser Stadt bewegen und dann den eigentlichen Auftrag, ja, so ein bisschen verdichten. Wie geht das beim Heist zu? Man sollte sich im Vorfeld eigentlich ein paar Informationen einholen über diese Villa, über den Gastgeber. Wie kommt man da in dieses Gebäude rein, wo das Bild liegt oder das Artefakt oder der Schmuckgegenstand, also was auch immer man da rausklauen will? Wie kommen wir daran?
Und dann können die Helden herausfinden, dass es wohl in nächster Zeit einen Maskenball gibt. Und naja gut, wir sind in Venedig, da sind Maskenbälle an der Zahl. Und ja gut, wenn dann auch gleichzeitig das Gesicht nochmal verborgen wird, dann ist das ja umso besser. Müsste man jetzt nur noch an eine Einladung kommen, um dann dort mit einer Maske teilzunehmen. Auch wie man an eine Maske kommt, die dann passend wäre, auch das wäre dann hier nochmal drinne stehen. Ja, je nachdem, wie viel Zeit man da den Helden geben möchte, wie man das Abenteuer dann in die Länge ziehen möchte, werden hier viele Szenen noch einmal gegeben, die dann zusätzlich gespielt werden können, ist es zumindest echt, echt viel drin. Ich habe ja auch im Vorfeld schon gesagt, dass es für Handwerker die Möglichkeit gibt, sich hier zu verdingen, die dann also nicht als Gäste da anlaufen, sondern als Bedienstete. Das heißt, wenn, sagen wir, so etwas wie ein Klo, also ein Wasserklosett, zerstört ist oder kaputt ist, denn auch ja, wir sind in der Stadt der Wissenschaften, nicht nur der Stadt der Raya, sondern auch naja, eine Stadt von Simia, wenn man so möchte. Also es gibt hier viel handwerkliche Kunst. Und in dieser Villa gibt es auch sowas wie ein Wasserklosett. Wenn man das also reparieren wollen würde oder irgendwas anderes, was da rumsteht, könnte man natürlich im Vorfeld beschädigen oder man behauptet einfach, dass es kaputt ist. Dann wird man hier auch als Handwerker viele Erfolge vorweisen können. Ja, man kann sich dann auch Sachen kaufen wie Kletterhaken, wie Geschirr, damit man da eben auch reinklettern kann auf einem sehr geheimen Weg. Auch das ist natürlich möglich. Oder man beschafft sich, wie gesagt, die Masken. Weitere NPCs, die vorgestellt werden, weitere Bedienstete, über die man dann im Vorfeld Informationen einholen kann. Denn es ist ja nicht nur wichtig, wer ist hier jetzt gerade Gastgeber, sondern eben auch, wer ist Gast und wen könnte man eventuell erpressen oder so etwas. Auch das würde dann hier als Option dem Spielleiter gegeben sein. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wie die Helden dieses Abenteuer lösen wollen. Das muss dann immer ganz genau angepasst werden, aber das ist eben auch das, was ich hier so sehr schön finde an diesem Abenteuer. Ja, es gibt dann, nachdem sich die Leute vorbereitet haben, den Ablaufplan. Was würde passieren, wenn nichts passiert? Also, wenn die Diebe da jetzt nicht einbrechen, wie würde dann dieser Maskenball dann ablaufen? Die Gäste werden angekündigt, können sich dann mit ein paar Getränken zurückziehen. Es gibt ein paar Musiker, ein paar Gaukler und ja, da steht dann eben so drin, wie das verlaufen könnte. Wann die Helden dann dieses Konzept durcheinander bringen, ist natürlich dann auch der Spielrunde überlassen. Das ist jetzt eben auch dieser Sinn dieser kleinen, aber doch sehr ausgereiften Sandbox. Das Abenteuer selber ist dann doch relativ kurz. Ihr könnt es hier sehen, wir sind auf Seite 36, und danach beginnen in Anführungsstrichen die Anhänge. Man kann jetzt hier sehen, auf der linken Seite noch der Ausklang und die Abenteuerpunkte. Und auf der rechten Seite dann ja Gestalten der Macht und des Rausches. Das sind dann also die Bewohner des Palazzos, dieser Villa, der Gastgeber, die Gäste, die hier vorgestellt werden. Jeder mit einer eigenen Motivation, mit einer eigenen Agenda und dann eben auch, wie man sie erpressen könnte, wie die Leute einem helfen könnten oder wie sie eben auch den Helden das, ja, die Suppe verderben könnten. Und da ist dann die Schwierigkeit. Denn ja, das sind eine ganze Menge Leute, die hier auftauchen. Ich sprach von einem Maskenball und ich habe ja auch schon in meiner allerersten Rezension zu Zelandas Eleven oder Eleven, da habe ich ja auch schon gesagt, dass so etwas sehr, sehr kompliziert für den Spielleiter werden kann. Hier ist dann also die Krux verborgen. Ich habe es jetzt auch in der letzten Rezension zu Namenlose Nächte. Auch da waren viele, viele Gäste, über 100. Und ja, wer so etwas darstellen muss, hier ist dann wirklich das, wo man sich darauf vorbereiten muss. Viele verschiedene Persönlichkeiten, man muss sie irgendwie versuchen darzustellen, dass jeder irgendwie verschieden ist. Das ist das Schwierige. Aber hier wird dann eben auch noch versucht zu helfen. Ja, wer noch weitere Gäste improvisieren möchte, weil ihm die bisherigen nicht reichen, der kann dann auch auf weitere horasische Namen zurückgreifen. Hier ist also eine kleine Tabelle. Wer die braucht, der könnte da dann, ja, irgendwelche Alriks dazu erfinden, beziehungsweise Alrigios. Ihr könnt es dann auch sehen, Seite 44 sind wir mittlerweile, also da waren dann schon ein paar Seiten dazwischen, die ich jetzt übersprungen habe, wo dann eben
ja, viele Namen, viele wichtige NPCs vorgestellt werden. Und danach auf Seite 45 der Hort der Kunst und der Sinnlichkeit. Also hier wird dann der Palazzo bzw. die Villa mit Grundriss dargestellt. Und das ist immer das, was mich so am meisten freut. Man kann keinen richtigen Heistplan ohne einen Grundriss, ohne ein Gebäude Plan, den man dann sich im Vorfeld beschafft, einfach indem man, weiß ich nicht, beim Bürgeramt mal nachfragt oder indem man irgendeinen Handwerker, der damals mitgearbeitet hat, mal befragt. Das ist dann natürlich Aufgabe der Helden, sich dann diesen Grundriss zu besorgen und dann ja herauszufinden, in welchem Raum sind welche Gegenstände, wo wird das Bild verwahrt oder der Kunstgegenstand, hängt der dann irgendwo offen im Saal rum und muss man den unter aller Öffentlichkeit klauen oder, naja, vielleicht hängt er ja auch irgendwo in einem Safe, weil er besonders sicher sein muss und dann musste man irgendwie sowas wie ein zwergisches Meisterschloss knacken oder so, ne? Das ist jetzt Aufgabe der Helden, dass man sich jetzt diesen Grundriss der Villa besorgt. Ja, wird dann auf den nächsten Seiten, wie gesagt, beschrieben. Es gibt aber auch nicht nur einen Grundriss des Gebäudes, sondern eben auch der Parkanlage. Man kann das dann eben hier sehen. In der Mitte ist dann dieses Gebäude mit dem kleinen Atrium in der Mitte. Wir haben ein paar Ställe, Bedienstetenhäuser und einen Bootsanleger. Ich hatte ja bereits gesagt, wir spielen in Belhanka und einer Stadt des Wassers, wo man dann von Insel zu Insel kommt oder mit kleinen Booten und Flößen anlegt. Also man könnte eben durch das normale Haupttor kommen im Süden oder man könnte im Norden mit einem Schiff einfahren. Man könnte über die Mauer steigen. Das ist dann jetzt auch, wie gesagt, Aufgabe der Helden in dieser Sandbox, da überhaupt erstmal einzubrechen in diese Sandbox. Ja, zu guter Letzt möchte ich euch noch einmal die Karte zeigen. Die ist nämlich ziemlich hübsch. Das könnte man ja auch als Handout klassifizieren. Wie gesagt, wer mehr zu den einzelnen Sachen wissen möchte, der sollte dann in die Wege der Vereinigung blicken. Oder man versucht es eben mit diesen Informationen oder mit den Informationen aus DSA 4.1 dann nachzubilden. Ganz generell war es das zu dem Abenteuer. Ich habe einen ganz groben Überblick über die Story gegeben. Die Helden sollen in ein Gebäude einbrechen. Dann wird die Stadt vorgestellt, es wird das Fest vorgestellt, beziehungsweise der Palazzo mit den Gästen. Und naja, der Rest liegt in der Aufgabe der Helden. Was mache ich jetzt mit diesen Informationen, die ich Stück für Stück gesammelt habe? Damit ist diese Rezension auch quasi spoilerfrei, weil ich habe keine Tipps gegeben. Ich habe nicht genau gesagt, wo sich das Gemälde befindet. Vor allem kann ich es als Spielleiter eben auch in andere Räume packen, wenn ich möchte. Ich kann es ihnen erschweren, ich kann es ihnen vereinfachen. Das ist das Abenteuer und ich bin ganz, ganz generell hochzufrieden damit. Dementsprechend gehen wir zur Bewertung. Ja, kommen wir zur Bewertung und das mache ich ebenso sehr kurz, denn ich habe ja schon anklingen lassen, wie ich das Einzelne hier bewerte. Modularität 4 von 4 Punkten, hier ist alles gegeben, was ich mir für ein Abenteuer wünsche. Es ist nicht nur in Belhanka verschiebbar, nicht nur im Horasreich, sondern auf ganz Aventurien und auch andere Systeme können sich hier bedienen. Wenn ich es also für Warhammer erzählen will, dann kann ich es für Warhammer oder für auch 40k erzählen. Ich kann es für Splittermond, für Shadowrun benutzen. Ich kann es für jedes beliebige System in jeder beliebigen Stadt kann ich es erzählen. Es sind viele Tipps gegeben. Ja, große Empfehlung, große Klasse. So muss ein Abenteuer sein. Das ist eine kleine Sandbox, die ein bisschen schwierig zu leiten ist. Dazu gleich ein bisschen mehr, aber ja, super. Spielspaß. Wer sich auch so ein bisschen social einlässt, es gibt hier, ja, wenn man möchte, kann man auch kämpfen, klar. Das müsste dann der Spielleiter nochmal in die Gruppe anpassen, aber ganz generell soll es hier so ein bisschen um die Gesellschaft gehen, um das Bewegen auf dem hohen Parkett und ja, so. Man muss sich dann natürlich drauf einlassen, wer das nicht tut, der kann dann auch grummelnd in der Ecke sitzen, aber für das, was das Abenteuer will, 4 von 4 Punkten, super. Spielleiter-Schwierigkeit, hier muss ich leider 2 von 4 Punkten geben. Das ist ja das, was ich schon bei Namenlose Nacht bemängelt habe. Das ist das, was ich bei Zelandas 11 oder Zelandas 11 kritisiert habe. Es geht leider nicht anders. Man muss sich hier viel Vorbereitungszeit nehmen. Die NPCs, die hier rumlaufen auf dem Fest, müssen irgendwie ausgestaltet werden. Das ist schwer, aber das geht schon, ne? Arbeitet da wie gesagt dann bei MapTool mit irgendwelchen Token, wo ihr Informationen reinschreibt oder druckt dann die Karte aus als Handout, legt das auf den Tisch, arbeitet dann mit Mensch ärgere dich nicht Figuren oder so und auch viele Bilder, die ihr dann an euren Meisterschirm klebt und heftet, dann wird das sicherlich ein sehr gelungener Abend. Bonuspunkte, ich habe hier nichts zu meckern,
Layout ist okay, Redaktion, Struktur, das Abenteuer ist rundum gelungen. Man könnte überlegen, ob man noch einen halben Punkt abzieht, weil es schon mal in der Beta-Version draußen war, und da dann quasi Test gespielt worden ist. Aber naja, warum? Also das Abenteuer an sich steht jetzt alleine. Ob es dann irgendwelche Vorläufer gab, das interessiert mich jetzt hier nicht. Also ich gebe hier 4 von 4 Bonuspunkten. Das Abenteuer ist einfach gut. Ja, und damit bin ich fertig. Die Gesamtpunktzahl wird eingeblendet, Preis pro Seite, und ja, damit geht eine Empfehlung raus. Viel Spaß mit dem Abenteuer. Macht's gut, bis dann, ciao.